Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzmap. Holzer Challenge mit dem Marschierer. Hallo. Hallo. So, oh, da sehen wir schon den Marschierer. Kommt gerade runtergefahren. Ja, wir müssen auch mal Silageballen wegbringen, ne? Also eigentlich müssen wir momentan ziemlich viel machen, aber... Letzte Folge für diese Woche. Kurzes Resümee. Tatsächlich am Freitag hatten wir ja das kurze Gespräch mit Simon und Ron. Und da haben wir so wirklich eigentlich eine gute Ausgangsposition geschaffen. Weil die brauchen Zwiebel... Nee, warte mal, was hat er? Nee, Zuckerrüben und Kartoffeln. Und da sehen wir natürlich... Also, das sehen wir natürlich... Also, das ist halt, ne? Das ist halt genau unser Business. Und im Gegenzug brauchen wir eigentlich Strohpellets. Was natürlich nicht einfach ist, das weiß ich auch. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich ja was. Wir werden uns auf alle Fälle schon mal vorbereiten, dass wir die beliefern können. Und dann müssen wir halt gucken. Entweder wir nehmen Stroh. Ich hätte noch eine andere Idee, Marschierer. Aber ich weiß nicht, ob du davon begeistert bist. Was hältst du denn davon? Jetzt nur mal unter uns Gebetsschwestern, ne? Was hältst du denn davon, wenn wir... Ich weiß auch nicht, ob wir das regelmäßig, regeltechnisch dürfen. Wenn wir die Premos ausstatten mit einem Ballenschneider und unserem Händler unten hinstellen und da einfach so lange Strohballen kaufen und reinpacken in diese Presse, bis wir genug haben. Hab ich nichts gegen. Weil dann brauchen wir uns nicht ärgern, weißt du? Dann machen wir unten eine stationäre Strohballenfabrik auf, Strohpressfabrik auf und gut ist, weißt du? Weil da immer im Feld hin und her tuckern und hoch und runter, das hat doch alles keinen Sinn. Da... Wie gesagt, da investieren wir lieber. Was kostet das? Lass es 50. Also, wenn du 50.000 Euro ausgibst für Strohballen, da hast du wirklich die ganze Map voller Strohballen. Das ist wirklich viel. Einzige Problem sind dann halt Quaderballen. Ja, es ist ja egal. Für die Premos ist das optimal. Die kannst du ja über dieses Förderband draufpacken, die Quaderballen. You know? Da lass mal den dicken Fan vorne dran. Oder meinetwegen auch den LKW, der schafft das ja auch. Wird er dann im Stand betrieben und dann machen wir das einfach mal eine Runde hier. Ja, ich meinte wegen dem Transport eigentlich. Ist aber ein anderer Ladewagen. Brauchen wir nicht. Wir fahren dann mit dem... Wie gesagt, wir bauen die Station am Händler auf und fahren dann einfach mit dem Frontlader oder mit irgendwas, mit einem lademäßigen, einfach Ballen auf das Förderband, nächsten Ballen drauf, Förderband und so weiter. You know? Ja. Geht auch. Bin ich der Meinung, steht nicht in der Regel, dass man es nicht darf, ne? Ah, Uwe hat sich die dicke Bertha geholt. Guck mal. Wäre mir tatsächlich ein Ticken zu groß für die Karte, aber ja. Kann man machen. Also übrigens heißt sie nicht Dicke Bertha im Shop, meine Damen und Herren, sondern das ist nur ein Insider. Hier ist jemand bei Horsch und ruft und sagt, ich will die Dicke Bertha haben. Das wird schwierig. Der Europa hat jetzt schon 5,7 Betriebsstunden drauf. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Minuten. Jetzt haben wir die Minute 4 ist angebrochen. Jetzt überlege ich gerade, es wäre doch eigentlich jetzt von Vorteil, wenn ich jetzt einfach mal so einen Folgenanhänger oder vielleicht auch zwei einfach mal verkaufe. Weil tatsächlich ist es so, Marschierer, wir haben ein Problem jetzt. Wir haben jetzt kein Geld für diese Felder zum Kaufen. Das sind 300.000 Euro, die wir bräuchten. Wenn wir das heute aber nicht kaufen, wissen die anderen unseren Plan, weil sie die Folgen gucken. You know? Mhm. Jetzt müsste man auf die Schnelle mal 300.000 Euro auf die Welt bringen, um sicherzustellen, dass wir dieses Gebiet heute noch kaufen können, damit das eigentlich egal ist, wenn es die anderen sehen. Das heißt, wir haben jetzt noch ganz kurz für mich, wir haben die 4, wo Karotten drauf sind, und wir haben die 2, wo Karotten drauf sind. Das heißt, wir könnten, wenn der LKW voll ist, einen LKW verkaufen von dem, was wir haben, und können noch einen LKW aus unserem privaten Lager nehmen und das auch schon mal verkaufen, weil dann haben wir genug Geld und können dann nächste Woche einfach unser Lager wieder mit dem Zeug auffüllen, was wir ernten.
Dann haben wir keinen, ja, hört sich gut an. Dann haben wir keinen Verlust gemacht, prinzipiell. Zumal ja Paul auch gerade einen Anhänger oder einen Sattel voll verkauft hat. Also nicht Sattel, sondern Zugmaschine plus Anhänger. Und das jetzt eigentlich auch eine gute Idee. Wie viel Geld hat Paul jetzt? Paul, 135.000 Euro. Lass uns mal kurz, nochmal kurz überschlagsmäßig rechnen. Rechner. So, wir haben 90.000 Liter. Wir machen jetzt 90 mal, was war der Preis nochmal? 1.600, glaube ich. 1.635. 1.635 ist, das sind 147.000. Das heißt, mit zwei Anhängern hätten wir das locker, weil wir haben ja noch was auf Tasche. Okay, machen wir so. Das müsste klappen. Ich baue drauf. Gott. Lass ihn jetzt einfach mal hier stehen, würde ich sagen. Oh, da sind noch 17.000 da drin. Ja, es wird. Boah, lenkt doch einfach. Wo war das nochmal zu verkaufen? Bei Landhandel. Gut, da sehe ich mich. Ich glaube, ich werde Ron und Simon die 10.000 Karotten, 10.000 Liter Karotten, die fehlen, einfach noch nicht geben, weil wir haben auch noch nichts bekommen von denen. Muss ich nochmal rechnen. Wir sagen mal 160.000 Liter. Geht sich aus. Okay, dann machen wir das jetzt. Dann schaffen wir das in der Folge auf alle Fälle noch. Außer ich mache irgendwie einen schweren Unfall und das Ding muss zurückgesetzt werden und Notarzt, Helikopter und hast du nicht gesehen. Na, marschiere in deinem Element, ne? Big M, da gehst du auch nicht mehr raus, glaube ich. Ich fahr halt schon wieder. Oh, der hat schon 13 Stunden auf dem Buckel. Oh, 13 schon, also schon fast gebraucht. Alter, unser Hof sieht aus. Überall stehen geile Fahrzeuge rum. Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott. Ich wollte aufladen. Nein, nein, stopp, halt. Oh Gott. Ich werde schon noch schaffen, dass wir es nicht schaffen, zeitlich. So, Plänchen drüber, damit keiner sieht, was wir machen. Hast du hier einen Strohballen abgewürgt oder was hast du hier rausgelassen? Hallo. Ja, lag noch irgendwo Stroh. Oh ja. Oh, Paul fährt hier runter, aber ich werde dir mal ganz elegant den Vorhang nehmen. Ah, der bringt Karotten weg, wie der Wilde. Wie der Wilde bringt er Karotten weg. Oh, das wird aber, das wird jetzt echt eine knappe Kiste. Wir haben jetzt 10 Minuten gleich rum. Das wird jetzt echt eine knappe Kiste. Hätte ich früher starten sollen, verdammt.
Warum fahren die eigentlich nicht in der Mitte der Straße? Das wäre doch viel besser für uns. Würde ich überall hängen bleiben. Sieht gut aus, Mashira. Alter, 147.000 Euro. Es wird aber knapp. 12 Minuten haben wir rum. Eieieiei. Im schlimmsten Fall müssen wir eine Minute dran drücken. In der Hoffnung, dass es keiner merkt. Weil die läuft alles mit den Bales, ja, ne? Also, jetzt merkst halt, du merkst, nein! Ach, läuft. Du merkst es halt extrem, ne? Wenn du hier raufkommst, dann ruckelt und zuckelt es ein bisschen. Also, ein bisschen ist gut. Schon eher doll. Mit den ganzen Ballen, die hier rumliegen, aber das ist halt. Das ist halt, wie es ist, ne? So ruckeln habe ich jetzt nicht. Ne, also, wenn du mit hoher Geschwindigkeit kommst, merkst du es schon ein bisschen. Aber ist jetzt nicht dramatisch, ne? Also, kannst du überlegen. Aber ich halte mich auch meistens am Tempolimit. Ich auch. Das Auffüllen geht sehr schnell. Das muss man wirklich löblich anerkennen. So, das war's. Wir haben jetzt noch... Ja, ein bisschen mehr als eine Minute. Oh Gott, das wird so knapp werden. So, ich muss jetzt noch aufpassen, irgendwo muss Paul noch kommen. Der muss jetzt dann mal ganz geschwind ausweichen. Oder fährt er außen rum? Ich verstehe sowieso nicht, warum Paul nicht außen rum fährt. Das muss doch für den viel schneller gehen, außen rum. Mit den ganzen Kurven und mit den ganzen Zäunen hier. Wo ist er denn? Boxe? Nee. Hä, ist der jetzt unten geblieben? Was macht denn der da unten? Boah! Alles gut. Gottes Willen. Warum leckt das jetzt hier so? Oder stehen die noch da unten? Ach lol. Was macht denn der da unten? Kauft er noch etwas hier unten, oder?
Oh ne, der ist ausgestiegen. Ah ne, ist noch drin. Hä? Ich glaube, der kauft hier noch etwas, aber ich bin nicht sicher, was es ist. Kann man da unten was kaufen? Das wäre ja ganz was Neues. So, lass uns noch mal kurz luschern hier. Ja, das passt auf alle Fälle. Jörgi, weißt du, immer dabei. Gut, liebe Leute, ich verabschiede mich schon mal von euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. So, gekauft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.